Wir sind in Nizza am 23.10.1985. Die scheinbare Selbstverständlichkeit des Reisens. In dieser Nacht läuft im Fernsehprogramm des Hotels wieder Der Mann mit dem goldenen Colt mit Roger Moore. Es ist das kostenlose Nachtprogramm des Hotels, das einmal die Woche wiederholt wird. Ich bin jetzt ein halbes Jahr verheiratet. In St. Paul wird das winzig kleine und im Winter immer kalte und zugige Restaurant für maximal 12 Gäste mein heimlicher Wallfahrtsort. Eine alte freundliche Dame zitiert dann ihre noch viel ältere italienische Küchenhilfe, zuerst zum Gemüsekasten hinter der Küche und dann bringt sie uns uralten, überlagerten Champagner in 0,5 Liter Flaschen. Marianne friert hier immer und darf ihre kalten Füße in mein Hosenbein stecken. Ivo, darf ich meine Füße in dein Hosenbein stecken? Oh ja, danke, Ingeborg Tramper.